Guten Tag, mein Name ist Dirk Werner. Ich bin Chefarzt der Abteilung für Kardiologie Angiologie an der Asklepios Klinik Parchim. Unsere kardiologische Abteilung ist ein Teil des Zentrums für Innere Medizin unseres Krankenhauses. Wir kümmern uns um internistische Erkrankungen, insbesondere natürlich in meiner Abteilung um Herzerkrankungen. Ein wesentlicher Bestandteil unserer Tätigkeit ist die Behandlung von Patienten mit der Blutungsstörung des Herzens, insbesondere Form der eines Herzinfarktes, wo wir im Herzkatheterlabor diese Erkrankung diagnostizieren und dann durch Stentimplantation auch versuchen zu helfen. Wir sind dafür eine zertifizierte Chest Pain Unit. Hinter dem Wort Chest Pain Unit steht der Begriff Brustschmerz, also Abklärung von Brustschmerzen aller Art. Ein zweiter Schwerpunkt unserer Abteilung ist die Implantation von Schrittmachern und Defibrillatoren bei Patienten mit Rhythmusstörungen, die Bewusstlosigkeiten erlitten haben oder nicht mehr belastbar sind. Oder auch die Verödung von Vorrhythmusstörungen, wie zum Beispiel Vorflimmern, wenn der Puls zu schnell schlägt. Ein dritter großer Schwerpunkt unserer Abteilung ist die Patientenbetreuung bei Herzschwäche, der sogenannten Herzinsuffizienz, wenn man nicht mehr belastbar ist, Wasser in der Lunge hat oder in den Beinen und nicht mehr das leisten kann, was man gewohnt ist zu leisten.